Weißt du wirklich, was du willst in deinem Leben? Diese Frage stellen sich nicht viele Menschen. Und dennoch ist es eine der entscheidendsten Fragen, weil du, wie schon oft gesagt, du bist der Schöpfer. Und wenn du nicht weißt, was du willst, na, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das erschaffst, was du eigentlich, wie wir sagen, nicht willst. Wenn ich 10 Menschen frage, was sie wollen, sagen mir 9 Menschen, was sie nicht wollen. Und das nennen wir Unklarheit. Und Unklarheit zusammen mit Unbewusstheit sind die zwei ersten und größten Faktoren zur Erzeugung von Leid, Mangel und Schmerz. Darum meine herzliche Einladung, nimm dir Zeit, Licht in diese Unklarheit zu bringen und mehr Klarheit zu erschaffen. Das machst du nicht in 5 Minuten, das machst du nicht an einem Tag, das ist ein Prozess. Als erstes steht die Frage, was will ich wirklich? Die entscheidende Frage ist also, was willst du, mein Herz? Was ist da angelegt in mir, was für mich stimmt? Die meisten beantworten sich die Frage, was will ich aus ihrem Kopf, verbunden oft mit Zielen. Ich will was erreichen, ich will was bekommen, ich will was haben, ich will wer sein. Aber damit laufen sie oft glatt an sich vorbei, heißt an ihrem Herzen vorbei. Wer nicht wirklich weiß, was sein Innerstes, was sein Herz will, auf dem Weg durch dieses Leben, diesen aufregenden Erfahrungs- und Schöpfungsweg, der verhält sich wie ein Steuermann an einem großen Schiff, der nicht weiß, wo sein Schiff, sein Lebensschiff hinsteuert. Dieses Lebensschiff beginnt sehr unruhig, sich im Meer zu bewegen und verliert seinen Kurs. Kurs halten, dafür brauche ich erstmal das Wissen, welchen Kurs will ich einschlagen, in welche Richtung will ich gehen. Darum empfehle ich nicht zu sagen, den Kopf zu zerbrechen, ja, was will ich, ja, was will ich, ja, was will ich, sondern welche Qualitäten wünschst du dir in deinem Leben? Für diese Qualitäten, wie erstens Klarheit, zweitens Bewusstheit, vielleicht Dankbarkeit, vielleicht Freude, vielleicht Frieden und Zufriedenheit. Für diese Qualitäten kannst du dich entscheiden und deinen Kompass auf diese Qualitäten ausrichten. Deswegen nimm dir Zeit, um jede Unklarheit zu durchlichten, sie anzuschauen und auch das Gefühl zu spüren, wie fühlt es sich an, nicht zu wissen, was ich wirklich will. Die meisten Menschen lenken sich von dieser Frage ab, indem sie sich verlieren im vielen Machen und Tun und denken, wie schon als Kind gelernt, wenn ich heute viel getan habe, dann war das sehr sinnvoll. Dann müssen andere mich anerkennen dafür und dann habe ich etwas Wertvolles getan. Aber ohne Kompass, ohne Richtung, ohne zu wissen, was will ich, was will mein Herz, laufen wir in die Irre, laufen wir in eine Krise. Und diese Krise ist dann dazu da, dass wir uns am Kopf kratzen, wenn wir dann im Krankenhaus oder in der Reha liegen, sagen, was treibe ich hier eigentlich? Bitte nimm dir Zeit für diese Frage, was treibst du und was treibt dich in deinem Leben? Ist es genau das, was du leben möchtest? Dafür darfst und kannst du dich entscheiden. Und ich möchte dich herzlich ermutigen, auf deinen Herzenskurs zu gehen und immer klarer zu wissen, das will ich, das möchte ich nicht.